Okay, in diesem Video wollte ich kurz eine praktische Beispielwoche geben, vermitteln zur veganen Ernährung, wie kann ich das genau nennen? Also es hat kein festes Konzept, also zur konzeptlosen, konzipierten veganen Ernährung. Also mit drin ist halt, wie gesagt, die schleimarme Ernährung, mit drin ist High Carb, mit drin ist intuitive Ernährung. Und was am stärksten mit drin ist, ist Individualität. Aber es soll eine Idee geben für Leute, die sich so ein bisschen dran langhangeln, was so Pläne hergeben, bisschen scheiße ausgedrückt jetzt. Für Leute, die halt so Inspiration als Stütze schon gebrauchen können, aber es soll halt nicht mehr als eine Inspiration sein. Entschuldigung, ganz kurz aufgestoßen, ohne einen Blitzaufstoßer oder keine Ahnung. Also ich habe da mehrere Stufen der Ernährung und ich stelle jetzt einfach zwei Stufen vor, bei den anderen Stufen macht es gar keinen Sinn, da irgendwas, einen speziellen Plan zu haben. Weil eine der letzten Stufen heißt einfach Fruitarian und da isst man halt Obst und Salat und fertig. Macht ja keinen Sinn. Und die Breatharian Stufe, wo man nichts mehr isst oder fast nichts, da ist ein Essensplan jetzt auch nicht okay. Also die erste Stufe ist so die, die ich jedem empfehlen kann, wo man sich auch dort befinden kann, was auch jeder Mensch erreichen kann, ohne dass es halt irgendwie auf Dauer anstrengend werden würde, höchstens am Anfang bei der Umstellung wegen der Entwicklung. Und da habe ich jetzt halt mal 7 Beispieltage und erkläre mal so ein bisschen dazu. Und der erste Tag, der fängt zum Beispiel an mit einer großen Menge Saft. Das ist pasteurisierter Saft, das hat den Grund, da in erster Linie, das ist ein Aspekt jetzt des High Carb Lifestyles, aber auch der von Arnold Ehret beschriebenen Kost, dass Zucker einfach so der wichtigste Stoff ist für menschlichen Organismus, da wir von Natur aus Fruitarians sind. Das heißt, unsere Biochemie und unsere, Darm und so weiter, wie wir das zusammengefasst, ist ja auch egal, wie jetzt die Begrifflichkeiten genau sind. Ich kann mir auch nicht mehr so viel merken. Wenn ich mich ständig ja mit anderen Sachen wieder beschäftige oder mit neuen Sachen, dann vergisst man auch manchmal wieder Sachen, womit man sich nicht mehr beschäftigt, weil man die schon kennt und so weiter und dann hat man nicht mal hundertprozentig alle Begriffe klar. Außer man arbeitet da jeden Tag mit, was ich in der Zukunft eventuell auch vorhab, mittels Coachings und so weiter. Physiologie, jetzt fällt mir das wieder ein. Von der Physiologie, Biochemie und so weiter sind wir am stärksten angepasst an Früchte und deswegen auch an Zucker. Da wir aber in einem Großstadtdschungel leben sozusagen und es halt nicht immer das perfekte reife Obst da ist, besonders in Deutschland nicht, ist das nächstbeste, was Früchte imitiert, immer noch Früchte, aber halt im denaturierten Zustand, also echt. Und da kann man auf Dosenfrüchte zurückgreifen und ich habe jetzt aber auch mal Saft genommen, also Säfte finde ich manchmal besser, also muss man halt gucken, wie man das halt gerne hat. Und da kostet zum Beispiel ein Bio-Apfelsaft im DM oder im Aldi 1,15 € und da trinkt man halt so viel, wie man möchte und überlegt sich dann, wie ich auch in einer letzten Videos erzählt hatte, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganzen Liter Saft getrunken hat und einem würde jetzt jemand Haferkekse oder halt irgendwelche Schokokekse oder anderes Fastfood oder sowas vorlegen, hätte man dann Lust, das zu essen. Nicht würde man es essen, sondern hätte man dann noch Lust, das zu essen, ach ja, ich will mir dann noch ein paar von nehmen. Dann heißt das, dass man noch sozusagen Appetit hat und dass noch Zucker fehlt sozusagen, dass man noch nicht satt ist. Denn wenn man nämlich satt ist an Früchten oder halt dem, was dem am nächsten kommt, dann hat man gar kein Bedürfnis mehr nach irgendwas. Und das ist halt so genial daran. Deswegen wird die erste Mahlzeit immer bestehen aus Früchte oder Früchteimitaten sozusagen. Die erste Stufe, die besteht auch
darin, dass man Intermittent Fasting macht, so wie es halt geht, dass man im Zeitfenster von 16 Stunden nichts isst. Das ist so das Mächtigste. Das kann man in jede Ernährung integrieren, finde ich erstmal das Wichtigste. Wurde von Arnold Ehret beschrieben als der kein Frühstücksplan, ist halt im Prinzip dasselbe. Und es sollten halt 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag gegessen werden. Also die meisten, also viele kommen mit 2 dann noch gar nicht klar. Dass dann auch erstmal ein Mischmasch okay, dass man manchmal 2 hat, manchmal 3, vielleicht sogar ein paar Snacks zwischendurch, wenn es nicht anders geht. So, und die zweite Mahlzeit wäre dann zum Beispiel eine Buchweizenpizza. Und bei dem Begriff Buchweizen, weil das so relativ exotisch ist, kriegen die meisten vielleicht schon einen halben Anfall oder so. Aber im Prinzip ist das, ich habe ja das Pfannenpizza-Video hochgeladen, im Prinzip geht das, oder es geht genauso schnell wie mit Dinkel oder anderem Getreide. Es gibt auch fertiges Buchweizenmehl, man kann es aber auch mit Wasser in den Mixer einfach pürieren. Man muss ja sowieso Wasser beigeben zum Teig, also man kann es einfach in den Mixer werfen, mit Wasser pürieren und dann in die Pfanne werfen. Fertig. Und Buchweizen kostet ein halbes Kilo 2 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt. Es ist halt basisch und generiert halt nicht so stark wie einen neuen Hunger und sättigt deutlich mehr. Also basisch ist schon ein ganz wichtiger Punkt, also dass das basenüberschüssig ist, ca. 70%. Aber ist in dieser Stufe halt noch nicht ganz so wichtig. Die Tomatensuppe besteht einfach aus einer Tomate und Tomatenmark aus dem DM, der ist salzfrei. Ist auch relativ wichtig in der Ernährung, dass halt das Salz halt reduziert wird, zumindest erstmal. Und da macht man sich halt diesen Käse, den ich auch in dem Pfannpizza-Video erzählt habe, grob aus Kartoffeln und ein bisschen Nüssen vielleicht. Und dann halt die ganzen extra Zutaten, brauche ich jetzt nicht alles nochmal erzählen. Und dann halt den beliebigen Belag. Oder statt dieser Pizza einfach eine Buchweizen-Lasagne, geht natürlich auch. Und das wären an dem Tag sogar 2000 Kalorien, für insgesamt 3,80 € an dem Tag, also auch sehr günstig. Zweiter Tag, eine Melone als erste Mahlzeit. Zweite Mahlzeit ist eine Quinoa-Pfanne mit Gemüse. Quinoa ist halt auch wieder ein Pseudogetreide. Es schmeckt sogar leicht gemüsig, obwohl es trotzdem gleichzeitig an Reis erinnert, deutlich besser schmeckt. Und ich finde, so Buchweizen, Quinoa und Kartoffeln sind das einzige, und Süßkartoffeln, an den Stärkeprodukten, was auch wirklich ohne Gewürze und ohne Salz und so weiter überhaupt schmeckt. Also, selbst so eine Dinkel Pizza oder Weizenpizza ohne Salz schmeckt einfach nach nichts, schmeckt gar nicht. Und das ist schon so ein Hinweis. So, ja, mit gedünstetem Gemüse halt. Und dann kann man sich halt noch eine halbe Tafel vegane Schokolade gönnen. Das gehört auf jeden Fall dazu, auch in der Stufe. Das kann man auch jahrelang so machen. Und man wird trotzdem entgiften. 4 € an dem Tag, nächster Tag. 2 Kilo Biotrauben, also man braucht halt wirklich kein bisschen an Obst sparen. Kein bisschen. Ist dann zwar jetzt eine teure Mahlzeit, also im Kaufland kriegt man die pro Kilo für 2,50. Ist dann jetzt halt 5 € für eine Mahlzeit, aber das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Besonders bei den Früchten ist Qualität einfach Hammer, weil es einfach so gut schmeckt dann. Zweite Mahlzeit wäre dann 1 Kilo Kartoffeln plus 500 Gramm Gemüse wieder. Gemüse ist halt ordentlich sättigend, hält auch lange satt, ist basenbildend, blutzuckerregulierend. Ach, hat einfach sehr viele Vorteile. Ja. Die Kartoffeln, die kann man sich backen. Man kann auch einen Auflauf wieder daraus machen mit entsprechendem Gemüse und diesem genannten Käse. Man kann Bratkartoffeln machen, Reibekuchen, Kartoffeltortillas. Man kann sogar Kartoffelbrot machen. Da gibt es jegliche Möglichkeiten. Und dann auch wieder ein bisschen Fastfood, sage ich mal, oder Soulfood, eine Packung Bio-Hafer-Schokokekse, die gibt es im Aldi für 1,30 €. Zartbitter, ist vegan. Bio-vegan. Und an dem Tag haben wir dann halt einen teureren Tag mit 7,50 €. Vierter Tag ist so viel O-Saft, wie man möchte, wie so ein pasteurisierten aus dem Aldi. Zwischen 1,5 und 2 Liter. Dürfte für die meisten passen. Man sollte da auch, wenn man meint, ja, das fühlt sich nicht so gut an und so weiter, aber wenn man dann, wie gesagt, dann noch was vorgesetzt bekommen würde, zum Beispiel irgendwelche Kekse oder Kuchen oder sowas, wenn man dann immer noch Lust hat, das zu essen,
dann sollte man trotzdem mehr Saft trinken oder Obst essen, obwohl man so denkt, ja, das, ja, ich habe da so viel Zucker da, das tut mir vielleicht gar nicht so gut und so weiter. Das ist immer noch besser, als dann irgendwie Heißhungerattacken zu schieben. Also ich habe auch gemerkt, dass das wirklich satt hält für 4 Stunden, obwohl das halt so viel Zucker ist insgesamt. Aber das ist halt bei jedem auch anders, da muss man dann halt wieder wirklich individuell gucken. Aber ich würde es halt wirklich mal zumindest ausprobieren, wie das dann auch auf euch wirkt. Und pasteurisierte Säfte und erhitztes Obst, da kann man zum Beispiel auch auf Softfeigen und Softdattel zurückgreifen, die sind meistens erhitzt. Ist für Anfänger auch besonders empfehlenswert, weil das halt nicht so eine starke reinigende Wirkung hat und diese starke Reinigung, die klaut einem dann die verfügbare Energie und dann kriegt man wieder Heißhunger. Also da dann wirklich erhitztes Obst dann eine gute Alternative. Vertragen die meisten halt deutlich besser. Und wenn er halt nicht so viel verträgt, dann trinkt halt einfach 1 Liter oder isst 1 Kilo Obst. Ist ja dann auch nicht schlimm. Das sind halt, wie gesagt, das wahlweise. Das kann weniger sein, das kann mehr sein, als ich hier jetzt angebe. Ihr müsst auch keine 1 Kilo Kartoffeln essen, wenn ihr halt keinen Bock drauf habt. Ihr könnt aber auch 2 Kilo essen oder ein halbes. Ist nicht so wichtig. Ja, nach diesem O-Saft gibt es Dinkelnudeln, das ist dann halt mal was nicht basisches. Das gehört als Stufe dazu. Ich würde Weizen einfach minimieren, sage ich mal so, Weizennudeln. Aber zumindest sollte man Weizen immer Bio holen. Dinkelnudeln mit eine Fertig-Bolognese. Es gibt eine vegane Bolognese im Edeka, im Rewe, im DM, im Rossmann, im Penny, glaube ich, im Norma, eigentlich fast überall. Also mit so ein bisschen Sojafleisch. Es gibt aber auch eine Gemüse-Bolognese. Ja, und da hat man halt mal was Schnelles. Und dann isst man eventuell, wenn man Lust hat, noch einen Salat mit einem schönen Dressing und vielleicht 2 Avocados. Das Fett, wie gesagt, immer ganz gut, um Nerven zu beruhigen, um runterzukommen, sich zu erden, um sich wohler zu fühlen, um ja einfach zu chillen sozusagen. Und ja, das Gemüse ist da halt auch ganz nützlich in die Richtung. Das kann man auch sehr gut bei Nudeln essen oder die Nudeln direkt da rein tun. Ja. Sozusagen Nudelsalat, dass man halt Grünzeug dabei hat. An dem Tag wären wir dann bei 6,50 €. Also ich habe hier wirklich nicht an Geld gespart, aber man kann es auch finanziell anpassen. Ich habe es aber jetzt mal so für einen Durchschnitt genommen. Also jetzt, ich kann euch schon sagen, es wird dann monatlich 150 € kosten. Und da das halt die meisten stemmen können, habe ich jetzt ja das erstmal so gemacht. Der 5. Tag ist ein Bananensmoothie aus 10 Bananen, Wasser und eventuell Tiefkühlspinat. Und auch wieder ordentlich Zucker, wenn man das dann verträgt. Und als 2. Mahlzeit 4 bis 5 Toast mit einer Nuss-Nougat-Creme. Also keine Zartbittercreme, könnt ihr aber auch nehmen, aber halt eine Nuss-Nougat-Creme, die gibt es im Rewe, im Bio oder nicht Bio, im Edeka. Und ansonsten Zartbittercreme im DM, zum Beispiel Rossmann. Ja, dreimal Fastfood haben wir dann schon oder dreimal halt, was nicht optimal ist in der Woche, aber das ist halt also kein Problem und das ist halt auch wichtig für den Übergang in so einer Ernährung. Oder statt dann 4-5 Toast kann man auch natürlich genauso viel Scheiben Bio-Brot nehmen mit Aufstrich, zum Beispiel Hummus oder eine Guacamole aus Avocado oder fertig Aufstrich. Ja, und dann kann man danach trotzdem noch, wenn man halt noch Hunger hat, habe ich jetzt mal einen Tag gemacht mit 3 Mahlzeiten. 1 Kilo Kartoffel, Zucchini-Brei, das heißt, weiß nicht, 700 Gramm Kartoffeln, 300 Gramm Zucchini, schmeckt wirklich sehr gut. Dazu gedünstete Möhren und 3 Haferbratlinge zum Beispiel. Oder 2 vegane Bratwürste. Wenn man da auch erstmal Bock drauf hat. Der Tag kostet sogar nur 3,60 €. Der vorletzte Tag 7 Bananen plus gefrorene Himbeeren plus eine Mango plus Wasser als Smoothie. 2. Mahlzeit Salat mit Dressing plus 2 bis 3 gebackene Süßkartoffeln und dann vielleicht noch eine halbe Tafel Schokolade. Also nicht dazu, sondern irgendwann danach oder davor oder so. Ja. 5,50 € an dem Tag. Und der letzte Tag wäre dann mal ein stärkefreier Tag mit 2 Liter Saft oder halt so viel, wie man verträgt oder haben möchte. 1 Kilo Gemüsepfanne. Da habe ich jetzt, das ist halt wie gesagt nur ein grober Plan. Da ist jetzt nichts Spezielles dabei, was man da halt machen kann.
Und eventuell ein bis zwei Kaffee, wenn man das halt möchte. 4 € an dem Tag. Ja, das sind 150 € im Monat. Wo man darauf achten sollte, ich guck mal, wo ich das hier geschrieben habe, dass man Zucker nicht mit Stärke kombiniert, das heißt keine Marmelade oder irgendwas auf Brot. Ich habe da halt mal diese Nuss-Nougat-Creme hingeschrieben, das kann man als Ausnahme machen, aber generell kombiniert Zucker mit Stärke und mit Fett überhaupt nicht gut. Dann gärt der Zucker, weil er halt nicht richtig oder nicht schnell genug verdaut werden kann. Der fängt an zu gären. Dadurch entstehen dann giftige Stoffe wie Kohlensäure, Alkohole und sogar Ammoniak. Und ja, wenn ihr öfters aufstoßen müsst, dann kann das eventuell daran liegen. Gut, das wäre so die erste Stufe und ich finde, das ist halt sehr variabel, auch mit den Fertigprodukten und so weiter. Ich finde, das können eigentlich viele durchhalten. Die Stufe 2 erkläre ich noch kurz. Dann haben wir ja 2 Liter Saft, 1 Kilo gedünsteter Rotkohl mit Dressing aus eingeweichten Rosinen oder Zuckerrübensirup plus Zitronensaft, dazu eventuell eine Dose Bio-Zuckermais. 1 bis 2 € für die Mahlzeit. Dann sind wir bei 3,30 € bis 4,30 € an dem Tag. Wirklich 1 Kilo Rotkohl. Also man kann sich so einen ganzen Kopf Rotkohl holen für 50 Cent oder so, das sind meistens 2-3 Kilo. Vernimmt man dann 1 Kilo oder auch Weißkohl. Und das sind halt so wie dieser Apfelrotkraut, den man halt kennt. Statt Essig nehmen wir Zitronensaft. Und statt Zucker nehmen wir halt Rosinen oder Zuckerrübensirup oder Apfelmus, aber Apfelmus ist halt deutlich teurer. Apfelmus könnt ihr auch immer ganz gerne als Mahlzeit nehmen. Zweiter Tag eine Melone. Zweite Mahlzeit Buchweizenpizza mit, ja, das, was ich schon bei der ersten Stufe erklärt habe. Der erste Tag war dann sozusagen Basen überschüssig, der zweite Tag auch. Dritter Tag, diesmal nur 1 Liter frischer O-Saft, das reicht an. Einem dann manchmal halt schon in dieser Stufe. 750 Gramm Gemüse plus 750 Gramm gebackene Kartoffeln. Oder statt den Kartoffeln 4 bis 5 Scheiben Buchweizenbrot oder Kartoffelbrot kann man auch sehr einfach backen. Kann ich eventuell auch mal ein Video zu machen, falls ich das mal backen werde. Das Ganze mit einem Aufstrich. Und dann gibt es hier auch wieder eine Packung Hafer-Schokokekse, also, oder halt wahlweise irgendwas anderes an. Fast Food, Soul Food, das ist in der Stufe auch ein oder zweimal die Woche vorhanden. Es wird generell die Stärke deutlich reduziert, es werden teilweise die Mengen ein bisschen reduziert, aber eigentlich in erster Linie geht es darum, die Stärke zu reduzieren. Oder warte mal, ich habe es noch woanders geschrieben, also oder beschrieben. Also genauer beschrieben die Unterschiede der verschiedenen Stufen. Ich suche hier irgendwo Stufe, genau. Stufe 2. Genau, nicht die Stärke weglassen, sondern es soll deutlich basischer sein, weil dann auch der Hunger automatisch sich verringert. Also man hat dann nicht mehr so den Drive und keinen Heißhunger mehr nach irgendwie 1 Kilo Reis oder sowas, weil es einfach basisch wird, weil die säurebildenden Stoffe, die ja, ein saures Milieu verursachen und dadurch hungert der Körper dann nach basischen Stoffen, das sind mineralstoffreiche Sachen und will dann die ganze Zeit halt wieder was Neues essen und auch diese Entgiftung dieser säurehaltigen Apfelprodukte, die will er halt stoppen, indem halt was Neues nachgeschoben wird. Und wenn man es halt Basis gestaltet, wird der Hunger dadurch deutlich verringert. Intermittent Fasting ist dann auch wieder halt ein Teil davon. Ordentlich Sport, Meditation. Ja, also die erste Stufe, ja genau, die erste Stufe, die ist so 1500 bis 1800 Kalorien, manchmal halt auch ein bisschen mehr, wenn man Bock hat. Ja, oder war das die zweite Stufe? Ja, das war schon die zweite Stufe. Grüne Smoothies kann ich auch sehr empfehlen in der ersten und zweiten Stufe, weil das halt auch den Hunger, also es sättigt einfach enorm und auch deutlich länger. Und die Stärke wird halt auch so ein bisschen reduziert in der zweiten Stufe, weil die halt schleimbildend ist und auch wieder Hungerzeug und so weiter. Welchen Tag waren wir denn jetzt? Bei Tag 4. Da haben wir 1,5 Liter Saft und zweite Mahlzeit 2 Dosen Bio-Zuckermais im Salat. Also halt so ein Salat und dann halt 2 Dosen Zuckermais.
dann wieder ordentlich Zucker, also Kohlenhydrate, ohne viel Stärke zu haben, wenn einem das schmeckt. Fünfter Tag, ein frischer Saft diesmal aus Obst, Gurke und Salat. Da hat man so einen grünen Saft quasi. Zweite Mahlzeit, 3 bis 4 gebackene Süßkartoffeln plus gedünstetes Gemüse, eventuell mit einer Soße oder halt auch eine Cremesoße. Sechster Tag, 1,5 Kilo Trauben. Zweite Mahlzeit, Kartoffelauflauf aus Kartoffeln, Gemüse, Tomatensoße, Spinatsoße und Käsesoße. Und dann das zweite Fastfood, eine Reismilchschokolade. Und der siebte Tag, nichts oder ein Saftfastentag. Also entweder was, also ein Fastentag einfach. Mit Saft oder ohne. Und in der Stufe 2 sind wir dann bei 100 € war das jetzt. Das ist dann schon relativ, in Anführungszeichen, spirituelles Essen. Also ist dann schon deutlich weniger. Wenn man in die Rohkoststufe reinkommt, also komplett roh ist, dann braucht man sogar nur zwischen 250 bis 400 Kalorien. Aber das ist halt noch weit weg und ist ja auch nicht unbedingt nötig, sofort dahin zu kommen. Die dritte Stufe wäre, das erkläre ich jetzt nur kurz mal, dass dann alles Bio ist. Das ist halt nicht unbedingt nötig in den ersten beiden Stufen, außer bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel Weizen oder so, oder Mais oder Raps, was halt so genmanipuliert ist. Und keine Stärke mehr in der dritten Stufe, also dann schleimfreie Kost. Aber nicht unbedingt 100%ige Rohkost. Stärke höchstens ab und zu als Beilage, mal so 2 getoastete Brotscheiben oder 3 gebackene Kartoffeln. Ansonsten eher einmal im Monat eine Buchweizenpizza in dieser Stufe. Fette, nur um die Nerven zu regulieren, also nicht mehr aus emotionalen Gründen, sondern wirklich als Regulationsmittel wird Fett dann noch eingesetzt und in erster Linie Avocado. Weniger dehydrierendes, also Nüsse zum Beispiel oder Trockenfrüchte werden minimiert. Weniger erhitztes und weniger Fehlkombination, zum Beispiel halt Fett und Zucker. Das wäre die dritte Stufe. Die vierte Stufe ist dann alles roh. Die fünfte Stufe ist dann Fruitarian, Schräg-Schräg-Liquidarian. Dann gibt es noch 2 Stufen. Die sechste Stufe ist Breatharian. Das heißt, ja, ungefähr dreimal die Woche ein bisschen halt trinken noch. Und 1 bis 2 Mal die Woche essen. Also das mache ich jetzt momentan so. Ja. Dann die siebte Stufe ist dann Immortal. Da nimmt man nichts zu sich. Vielleicht selten was trinken, vielleicht alle paar Monate was essen. Das wäre so auch so meine Zielstufe, sag ich mal. Ja, das sollte so einen kurzen Plan geben, besonders die erste Stufe ist dann.